Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Oh. Subnautica. Wir haben den Zugangscode für den Frachtraum gefunden, das heißt, wir hätten sowieso dahin müssen. Und nun gehen wir Richtung Frachtraum und gucken, was uns hier noch erwartet. Ich hoffe, wir finden irgendwie noch Essen oder so. Ich bezweifle es irgendwie fast. Ja, das ist jetzt uncool, oder? Komme ich da nicht hin? Aha, ich werde zwar nie wieder zurückkommen, aber ist mir egal. Ich kann hier auch sterben. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen an der Aurora noch weiter um. Noch mehr Batterien. Ruhe. Okay. Ich muss das selber eingeben. 1,4, was war das? Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. Hallo Frachtraum. So, schauen wir uns mal hier um. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Lohnt es sich, das Feuer zu löschen? Nee, ich glaube nicht. Nährstoffblock. Nice. Essen. Essen ist gut. Hier irgendwas scannen? Stoffblock. So finde ich das gut. Ich darf mich auf jeden Fall nirgendwo einsperren. Hallo? Ach komm, da wirst du ja wohl raufkommen. Weiß nicht, warum ich das hier gemacht habe. Was? Wie geht's mir eigentlich? Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr krank. Ist doch gut. Ist auch nirgendwo was drin. Schade. Ja, zumindest werden wir hier ein bisschen mit dem Zeug überleben können, was wir hier finden. Das Wasser? Transgrove Profit Altera Gesellschaft. Ich schaue mich hier nochmal kurz um, dass ich irgendwas verpasse. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, was haben wir gefunden? Transgrove Profit Altera Gesellschaft. Kann ich Pause drücken? So könnte ich ein bisschen cheaten. Einer der größten Anbieter von Raumfahrttechnik und Unterhaltungselektronik in der Föderation. Der offizielle Lieferant der TSF. Dauerhaft unter den besten Arbeitgebern der Galaxis. Begann als Hersteller von Verteidigungstechnik in der Mitte des 22. Jahrhunderts. Nationales Motto: Bekomme, was du verdienst. Obwohl die meisten Transgroves ihre Wurzeln bis zur Erde zurückverfolgen können, ist Altera buchstäblich von der Erde. Das einzige, dass es wagt, diesen Namen zu verwenden. Wegen Terra. Während der Expansion lieferte Altera Waffen an alle Seiten, erwarb und beherbergte eine gewaltige koloniale Arbeiterschaft und schaffte damit den Wandel vom Hersteller zum Staat. Alteras Drohung, den Handel einzustellen, war einer der Wendepunkte im Konflikt und führte zum Ende der Feindseligkeiten und der Unterzeichnung der Charta. Freies Unternehmen Mertum im Altera-Territorium wird gefördert. Aber die Konkurrenz ist hart und alle Waren, die exportiert werden, müssen das Altera-Warenzeichen besitzen. Gewinnbringende Geschäfte werden vom Staat aufgekauft, deren Besitzer steigen in den Vorstand auf. Bekannte Altera-Technik wie das Zyklop-Tauchboot stammen von einem solchen privaten Unternehmen. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeit mit nationalen Regierungen haben die Anwälte des Unternehmens stets behauptet, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gegenüber seiner Arbeitnehmer habe, sondern freiwillig beschließt, die Rollen zu übernehmen, die normalerweise von einer demokratisch gewählten Regierung bedient werden. Dieser Anspruch wurde noch nicht von der Föderation geprüft.
Bisher hört sich die Altera eigentlich ganz gut an, ne? Ich meine, gut, die kauft natürlich kleine Firmen auf, aber dafür kommen sie auch in den Vorstand. Was will man dagegen machen? Ja, alles gut. Irgendwas? Irgendwas Gefährliches hier? The fuck bist du denn? Ein Bluter. Kann ich dich irgendwie abschütteln? Will ich nur scannen. Gott, ich muss hier weg. Drecksviecher. Muss ich das Ding hier aufschneiden? Ich habe eine neue Nachricht erhalten. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Fault. Okay, wir essen die erst, wenn wir kaum was haben. Gut zu wissen. So. Ah, eine PDA. Aurora Hilfsmission Befehle. Eine Batterie? Muss ich die selber nicht bauen? Aha. Datendownloads. Nettes Angebot. Krebsdoc. So, was haben wir denn jetzt hier? Nettes Angebot. Du sagst mir, du bist länger als ein Jahr auf diesem Schiff und hast nie einen Ausflug auf der Außenhülle gemacht? Nun. Jetzt hast du einen Freund mit Zugang zu diesem verdammt coolen Exoskelett. Wir haben so gut wie nichts zu tun, bis wir das Ziel erreichen und die Arbeit am Tor beginnt. Willst du den Geschmack der Sterne auf der Zunge? Dann brauchst du es nur zu sagen. Mein freier Krebs trägt deinen Namen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich Kraft anfühlt, wenn du keinen Asteroiden mit deinen bloßen mechanischen verstärkten Händen zerschlagen hast. Ein paar Probewürfe mit einem vorbeikommenden Meteor gefällig? Besuch mich in der Kabine Nummer 1, Zugangscode 1869. Oh. Hört sich gut an. So, Mission und Suche zur Rettung. Okay. Ziel, Besatzung des mongolischen Schiffs Degasi. Letzte bekannte Position nahe zum Planeten 4546b, Ariadne Arm. Kontakt, mongolischer Abgesandter Jochi Kaschar, Aurora Passagierunterkünfte. Missionsauftrag, ein mongolisches Schiff, die Degasi, ist vor gut einem Jahrzehnt verschwunden mit einem ranghohen mongolischen Geschäftsführer an Bord. Jahrzehnt! Die Firmenversicherung hat die Überfahrt des Abgesandten Kaschar bezahlt. Ihre Befehle lauten, jede angemessene Anstrengung zu unternehmen, um die Überlebenden der Degasi ausfindig zu machen und zu retten, ohne die Hauptmission zu gefährden. Eine Bestätigung für das Schicksal der Besatzung wird Alteras diplomatische Bemühungen in den mongolischen Räten unterstützen. Jetzt lichtet sich das Ganze auch ein bisschen, weil wir haben ja diese Insel gefunden, da waren ja schon Häuser, die waren ja schon ein bisschen älter. Das heißt, das waren die Besatzungsmitglieder von der Degasi. Details der Mission. Die Aurora wird ein Schwerkraft-Umlenkmanöver um 4546b, Wasserplanet der Kategorie 3, ca. 13 Monate nach dem Start durchführen. Dies bringt das Schiff in die Nähe der letzten bekannten Position der Degasi. Zusätzliche Wasser- und Geländefahrzeuge wurden für diese Mission zur Landung der Aurora hinzugefügt. Die Degasi-Besatzungsverzeichnisse wurden an leitende Angestellte in der separaten Nachricht verteilt. Ah, deswegen finden wir die Dinge auch.
Hab ich. Gar kein Problem. Achso, das ist okay. Das ist nicht das Reparaturwerkzeug. Oh. So. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz den anderen Weg. Ich möchte gucken, was auf der anderen Seite ist. Weil ich nehme mal an, da hinten ist eine Sackgasse. Also da, wo wir jetzt hingehen. Hipstock. Hier können wir auch noch was reparieren. Hallöchen. Seemottenfragment, toll. Seemottenfragment. Ich habe eine Seemotte. Aber danke. Da habe ich mir mehr auf. Seemotten-Tiefmodul. Oh. Dankeschön. Fit wäre aber nicht nötig gewesen. VR-Raum, Aufzeichnung. Oh, gut. Ich muss mal kurz aus dem Wasser raus, bevor wir lesen. Safety first. Was haben wir hier? Antriebsraum. Sustained internal damage during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. Ich bin qualifiziert. So, Betriebsprotokolle, VR-Raumaufzeichnung. Ich darf nicht Richtung Feuer gucken. Ladeprogramm Wüsteninsel-Drama. Größe 3 Spieler, Ressourcen normal, setze Spieler am Strand ab. Das ist richtig cool, weißt du, du hast einfach mal 13-monatige Fahrt, bis du irgendwo arbeiten kannst und bis dahin kannst du halt machen, was du willst. Das ist eigentlich voll cool. Eigentlich. So, Spieler 1 wurde von einer ungewöhnlichen hohen Flut weggespült. In der Wüste? Spieler 2 hat Spieler 3 eine Kokosnuss für 10 Krediteinheiten verkauft. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gepflanzt. Spieler werden hungrig. Spieler 3 hat einen Kokosnussbaum gezüchtet. Spieler 3 hat einen Kokosnuss gegeben. Spieler 3 ist nicht mehr hungrig. Gegessen meine ich. Spieler 3 hat Spieler 2 einen Kokosnuss für 30 Krediteinheiten verkauft. Spieler 2 hat eine Kokosnuss gegessen, ist aber immer noch hungrig. Spieler 3 hat mit Spieler 2 eine Kokosnuss im Austausch für den Aufbau eines Zeltes gehandelt. Spieler 3 schläft in einem Zelt. Spieler 2 friert. Die Nacht bricht herein. Überall hat er eine Kokosnuss. Ein vorbeifahrendes Schiff bietet einen Handel an. Spieler 2 hat eine Muskete für 30 Krediteinheiten gekauft. Spieler 3 wurde im Schlaf zweimal in den Kopf geschossen. Spieler 3 meine ich. Spieler 2 gewinnt. Spieler 2 ist an Kälte und Hunger gestorben. Das könnte auch ich sein. Das soll einfach nur zeigen, wie scheiße Menschen sind. Wieso brennt das hier? Im Wasser. Wir gehen Richtung Krebsstation. Wir haben ja genug Zeit. Gehen wir erstmal hier hin. Da haben wir noch Wasser. Ach Gott. Das hier raus. Nein, ich will dich scannen. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, ob in diesen komischen Einheiten was ist. Kann ich den nicht scannen? Doch.
Nice. Muss ich nur irgendwie an den rankommen. Ich bin dumm. Wohnunterkünfte. Drei von vier. Sehr schön. Brauchen wir noch einen. Aber ich sehe hier, glaube ich, keinen mehr. Ich glaube, das ist auch gewollt. Wäre auch zu einfach, wenn man jetzt schon den Krebs hätte. Also auf jeden Fall eine offene Tür. Hier runter schwimmen will ich ehrlich gesagt noch nicht. Sieht doch ein bisschen gefährlich aus, weißt du was? Wir gucken aber einmal. Noch ein Feuerlöscher. Da ist der Krebs, den ich brauche. Das macht mir ein bisschen Angst, diese Geräusche. Okay, wir haben den anderen Krebs auf jeden Fall entdeckt. Jetzt müssen wir ihn, glaube ich, noch irgendwie runterschaffen, ne? Das reparieren vielleicht? Nein. Hier unten scheint sonst nichts zu sein, ne? Aha. Aha. Das ist eine Falle? Nee, hier scheint nichts zu sein. Das zeigt nur, dass wir mehr hier kontrollieren müssen. Alle Ecken und Kanten angucken. Und Sauerstoff tanken. Nice. Wir haben den Krebs. Eigentlich ist das scheiße. Hört sich irgendwie komisch an, ich habe Krebs. Ist sonst weiter nichts drin. So weit, so gut. Das gibt's hier nichts. Schade. Ich meine, ich habe ja nicht den Krebs bekommen, weißt du, aber hier ist sonst nichts, schade. Auch wenn das hier gerade ein bisschen seltsam aussieht hier. Ja gut, gehen wir raus. Wir haben alles, was wir wollten hier. Und jetzt gucken wir, dass wir da hochkommen. Ach, hallo? Nehme ich doch mit. Fast wie geschenkt. Essen. Aber ich könnte ein bisschen mehr Trinken vertragen. Oh. Oh. Können wir direkt mal trinken. So. Noch irgendwas Nützliches? Ja, ein bisschen Essen. Ach, so ist das schön. So gefällt mir das. Ein Glastisch. Verkaufsautomaten haben wir, aber... Der ist mir jetzt hier. Na gut, dann wissen wir Bescheid. Labortisch. Was war das? Einzelwandregal. Hm. Wir können auf jeden Fall richtig schön bauen bald. Ich freue mich. So.
Integrating new PDA data. Tagesmenü. Das ist, glaube ich, eher nicht wirklich wichtig. Das müssen wir uns nicht reinziehen. So. Hier haben wir alles gesehen. Hier können neue Sachen mitgenommen. Ganz schön verzwickt hier. Wie sieht es hier eigentlich aus bei mir? Zur Not lassen wir das Titan fallen. Nein, jetzt sei mir doch nicht im Weg. Einzelbett? Ich hab ein Bett. Kann ich mich da auch heilen oder so? Kann ich mich da reinlegen? Nee. Ist nur Zierde. Was ist denn? Das Ding ist leer. PDF. Ach, ich hab die ganze Sporttasche mitgenommen. Was bringt das denn, die Sporttasche mitzunehmen? Wir packen das Ding mal voller Batterien. Das ist cool. Ja, wir wollen den Scheiß auch nicht mitnehmen. Das ist ein Scheiß. Ich dachte, so kann ich mir Platz sparen. Aber nein. Wieso auch? Aber das Poster will ich haben. Oh mein Gott. Ja, vielleicht nehme ich doch die Tasche mit. Ja, die verbraucht ziemlich viel Platz, ne? Ja, lass das hier kommen. Will auch ein gemütliches Zuhause haben, ne? Jetzt gehen wir aus dem Bild. Wer ist denn das? Ich will auch das Bild haben. Ich will auch so eine hübsche Freundin haben in diesem Spiel. Komm her. Könnte auch sie als meine Freundin ausgeben. Kabine 1. Och Gott. 1869. Blaue Kappe einsammeln. Oh, Plüschtier. Kein Signal. Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehung. Vorwort von Jenny Eckert. Aller guten Dinge im Leben sind Handelsgüter. Wir handeln mit Liebe genauso wie wir Aktien kaufen und verkaufen. Wir investieren in zwischenmenschliche Beziehungen, wenn es einen fairen Tauschwert gibt. Unterstützung, Motivation, Zuneigung. Nichts Gutes ist wirklich umsonst. Kämen alle materiellen Güter der Föderation von einem einzelnen Händler, würde das ein gefährliches Monopol erzeugen. Persönliche Beziehungen sind dasselbe. Es ist wichtig für die Menschen, ihre Bedürfnisse aus unterschiedlichen Quellen zu decken. Wenn jemand eine bessere Quelle für das findet, was benötigt wird, verletzen sie ihren ursprünglichen Lieferanten nicht, indem sie ihre Einkaufsvereinbarung ändern. Wie spät ist das eigentlich? Gott. Ich muss heute noch zur Arbeit. Ganz vergessen. Da ging es gerade um Arbeit, deswegen habe ich gedacht, oh, ich vielleicht sollte ich auf die Uhr gucken. Wenn ein Beziehungspartner sich bedroht oder eifersüchtig fühlen sollte, muss er sich sein eigenes Geschäftsmodell betrachten und fragen, ob es wettbewerbsfähig ist. Für Verbesserung ist dabei immer Spielraum. Ja. Wir reingucken. Ich habe schon eine Sporttasche. Medikit brauche ich nicht noch eins. Ist leer, okay. Ich habe mehr als genug Medikits. Ich kann jederzeit neue herstellen. Ich brauche nur zwei. Wenn wir ganz ehrlich sind. Zur Not komme ich halt nochmal her. Na cool.
Schade. Aber wir haben Plüschtier gefunden. Das finde ich cool. So kleine Gimmicks, die man sich bei sich zu Hause hinstellen kann. Ja, davon will ich mehr. Kapitänsquartier. Kabine 2. Okay, Kapitänsquartier. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas vom Kapitän. Dann können wir zurückkehren. Wir haben sonst nichts, ne? Codes und Hinweise. Nee. Sonst wäre das nämlich da. Na gut. Haben wir hier schon? Nein. Offensichtlich nicht. Beziehungsvertragliche Aufzeichnung. Ich hab schon Poster. Mehr. Nee, ich hab genau das habe ich. Ja gut. Wilson, hör zu. Ich weiß, dass ich nicht das Recht habe, etwas von dir zu fordern, aber ich möchte, dass du verstehst, dass ich unsere Vereinbarung ändern möchte. Elheim. Ich verstehe, was du sagst, und ich werde versuchen, es zu respektieren. Wie möchtest du sie ändern? Ich möchte unsere gemeinsame Zeit reduzieren. Wie können wir die denn noch reduzieren? Auf null. Du machst mit mir Schluss? Ich ändere die Bedingungen unserer Beziehung. Wie kann das noch eine Beziehung sein, wenn wir uns nicht sehen? Es ist eine Art von Beziehung. Du hast so viele Erwartungen. Ich habe das Gefühl, du willst nur mehr Zeit mit diesem Idioten und seinem idiotischen Exoskelett verbringen. Es ist kein Gefühl, das ist ein Urteil. Und ich spüre Feindseligkeit in dem, was du sagst. Vielleicht ist deine Eifersucht ein Zeichen dafür, dass du eine andere Sichtweise auf unser Geschäftsmodell haben solltest. Warum kannst du dich nicht freuen? Ich freue mich für dich. Und ich freue mich auch für die Jungs im Krebsdock. Ich freue mich nur nicht für mich. Genau deshalb möchte ich unsere Vereinbarung ändern. Beziehungen sind in der Welt Vereinbarung? Lustig. Möchte ich auch gerne haben. So Vereinbarung. Dann sage ich, hey, Schatzi, laut Vereinbarung mache ich nichts und du machst alles. Und ich hört sie das nicht. Ich glaube nicht. Sie hat die Tür halb zugemacht. Psst. Nein, ist nur Spaß. So wie es bei uns läuft, ist alles gut. Ich hätte es nur gesagt, damit sie, wenn sie das hört. So, okay. Gehen wir weiter. Wir haben jetzt genug Feuerlöscher. Wir können auch ein bisschen durchdrehen. Ja. Ist klar. Was? Da ist doch nichts. Alle Taschen sind leer. Wozu liegen hier Taschen? Broschüre Altera Almosen. Integrating new PDA data. Okay, komm, das lesen wir noch durch. Broschüre Altera Almosen. Wohltätigkeit ist ein altertümliches Konzept, das der Realismus der heutigen Altera überflüssig gemacht hat. Wir verstehen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, aber der beste Weg, um das meiste für uns selbst rauszuholen, ist die Zusammenarbeit mit Altera. Die Bedeutung dieser Argumentation ist klar. Wenn jemand in Not ist, muss er einen Weg finden, gebraucht zu werden. Altera Almosen ist eine Ausbildungsakademie für Bedürftige. Wir sind keine Wohltätigkeitsorganisation, auch wenn sich das so anhört, weil wir nicht nach Almosen fragen. Wir bevorzugen es, uns als menschenfreundlicher Wohltätigkeitsvermittlungsdienst zu betrachten, der Synergien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fördert. AA funktioniert wie ein Lotteriesystem. Durch die Investition einer beliebigen Anzahl von Krediteinheiten nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Größere Investitionen führen zu höheren Gewinnchancen. Ihre Krediteinheiten fließen direkt in die Ausbildung ungelernter Kolonisten in lebenswichtigen Aufgaben wie der Instandhaltung und zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Die Kolonisten erhalten diese Ausbildung freiwillig und kostenlos unter der Bedingung eines minimalen Arbeitsvertrags mit einem unserer Investoren nach Abschluss ihrer Ausbildung.
Okay, jetzt muss man schon für Almosen bezahlen. Du bezahlst also, um an einer Lotterie teilzunehmen? Und die Sachen, die denen geschenkt wurden, werden da dann versteigert, oder? Ich verstehe das nicht so ganz. Habt ihr das kapiert, was die da gesagt haben? Schreibt mir in die Kommentare. Na gut, Kabine 5 ist zu. Ach ja. Ich wollte ja nur das eine lesen. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir weiter, was hier alles abgeht in der Altera. Haut rein, euer Zero. Tschüss.